Wir haben uns, das hatte ich oben gesagt, bemüht, den Fokus christologisches Programm, also mit einem Typologen. Diese kleinen, mobilen, ich habe eine Aufgabe geschaffen, geriet ein, den absoluten Hauptwerten zugeordnet. Ja, typologisch für mich dann besonders im Bereich, geht dann gegen die Uhrzeiger. Aber ich habe bewusst über den Raum und andere, die Objekte endlich gefahren und sind und alle anderen sehen kann. Der erzwungenen Taufe seines Widersachers Widukind, der also in den Sachsenkriegen die. Wir haben hier vorne in den beiden Vitrinen die eine Architektur nach außen. Das ist die Produktion, die haben nach der Natur, wirklich, ja, das ist das erste Bild, haben der Hauswünsche, die haben einfach ein Konzept für die dann die gemalte Referenz von dieses damals nicht einmal Kastendeckel. Dann wird den Sprung von Schenger nach Bildeszeit und dann nach Bildeszeit gemacht. Und ich denke, wir müssen so sagen, erstmals nun wieder sozusagen wenige Schritte mit dem engeren Wurzel, damit wir auch erstmals den Weitreiber. Und deshalb glaube ich, dass es nicht übertrieben ist zu sagen, im Moment findet sich hier im Bodenmuseum die bedeutendste Ausstellung mittelalterlicher Schatzkunst weltweit. Eingeschlossen aller großen Museen von New York bis Paris oder London. Dass es sozusagen keine Konzeptausstellung ist, hatte ich damit schon angedeutet, dass ich sagte, die Qualitätsauswahl war für uns das prägende Konzept. Das heißt, wir haben also keinen, die Ausstellung ist nicht auf einen historischen Gegenstand hin fokussiert, sie widmet sich keiner Person. Ja, man möchte sogar zögern, sie sozusagen der Epoche des Mittelalters oder der mittelalterlichen Kunst gewidmet zu nennen, obwohl es sich tatsächlich ausschließlich um Kunstwerke von der Spätantike bis zum Spätmittelalter handelt. Das älteste Werk ist etwa 400 entstanden, das jüngste kurz vor 1511. Nein. Knappes halbes Jahrhundert später entstanden ist dann das vielleicht spektakulärste Werk der Mittelalterabteilung des Kunstgewerbe Museums, das Kuppelrelikt. Da ging auch nicht auf ein bisschen das Wissen von die ursprüngliche Hier haben wir also